wie schwer ist mein Schulranzen, beziehungsweise wie packe ich meinen Schulranzen richtig, weil die Schulranzen in der 5. Klasse immer zu schwer sind für die Schüler, wenn sie von der Grundschule auf die weiterführende Schule kommen. Wir messen erst, was ist alles im Schulranzen drin, wie schwer ist er. Es kommt in der Regel immer dabei heraus, dass die Schulranzen zu schwer für die Kinder sind. Nachdem rausgekommen ist, dass jeder Schulranzen eigentlich zu schwer ist und es darum ging, wie soll der Schulranzen richtig gepackt werden, haben wir uns überlegt, wie können wir das spürbar machen für die Schüler, dass der Schulranzen, die schweren Sachen sehr körpernah gepackt werden sollen. Dafür ist das Gestell da, halt gerade mal das anziehen kann. So, und damit die Schüler das erspüren können, du kannst mir ja mal was dranhängen. So, dann merkt man, dass vom Hebelgesetz her wirklich erfüllbar ist, dass es sehr nach hinten zieht. Die Schüler müssen jetzt eine Empfindung abgeben, wo ist es schwer, wo ist es leicht. Und dann werden sie im Laufe der Zeit erkennen, je körpernaher die schweren Sachen getragen werden, desto angenehmer ist es ganz einfach. Das kommt bei den Schülern sehr gut an, vor allem da es eines der ersten Experimente ist, was so im naturwissenschaftlichen Unterricht durchgeführt wird. Und es gibt da eine große Motivation, die dadurch entsteht. Und wir versuchen auch immer, das dann so zu gestalten, dass auch jeder mal das Gestell aufsetzen kann, um einfach diesen Eindruck davon zu bekommen, wie sich das Gewicht an verschiedenen Stellen anfühlt.